Herzlich willkommen zur Sounddesign-Rubrik der Sound Recording und dieses Mal schauen wir uns Halion 7 an, beziehungsweise davon eine der Neuerungen, und zwar den Spectral Synth. Ich habe jetzt mal hier eine neue Halion-Instanz geöffnet, dann sieht man auch hier am Anfang direkt hier diesen Hub und wir können jetzt hier direkt den Spectral Synth auswählen. Das heißt, die Halion-Instanz wird dann direkt entsprechend konfiguriert und hier dieses Spectral Synth-Modul reingeladen. So. Hier steht auch schon so groß, prominent, Drop Sample hier. Das heißt also, der Spectral Synth, der arbeitet mit Samples. Allerdings werden diese dann analysiert, resynthetisiert und mit dem Ergebnis kann dann weitergearbeitet werden, beziehungsweise die einzelnen Parameter so dieser Resynthese können verändert werden. Wir nehmen einfach mal hier so einen Gitarrenriff aus der Cubase Library. Und versuchen uns mal daraus einen Orgelsound zu bauen. Ich ziehe das jetzt hier einfach rein. So, und jetzt kann ich das auf dem Keyboard abspielen. Man hört also, es findet hier schon wie eine Art Time-Stretching statt, allerdings durch diese Resynthese. Und wir ändern jetzt einfach mal hier einige der Parameter und bewegen uns dann in andere Richtungen. Was wir als erstes machen ist, klicken hier oben mal in diese Spektralansicht rein und da können wir die Startposition verändern, denn wir wollen hier mit diesem Akkord anfangen. So, das ist gut. Es knackt am Anfang leicht, das heißt, wir gehen mal kurz hier in die Hüllkurvensektion rüber und erhöhen die Attack-Zeit ein bisschen. So, besser. Dann aktiviere ich hier oben mal diesen Multimodus. Dadurch werden dann einfach ja, quasi mehrere Wellenformen sozusagen davon generiert. Man kann schon fast sagen, wie so eine Art quasi Supersaw-Modus davon. So, die tunen das Ganze ein bisschen. So. Das macht das Ganze etwas breiter. Jetzt verringern wir mal den Playback-Speed. Könnte ich auch mal ganz runter gehen. So. Damit das Sample schon fast einfrieren. Aber wir gehen mal hier nochmal in diesen Bereich hier rein. Es erinnert noch ein bisschen so an Granularsynthese hier an der Stelle. Aber hier unten, da sind einige sehr interessante Parameter. Fangen wir mal an, zum Beispiel mit dem Purity-Parameter. Und Purity ist dafür da, wie sich die einzelnen resynthetisierten Teiltöne zueinander verhalten, beziehungsweise wie laut sie im Verhältnis sind. Man kann so grob als Faustregel sagen, wenn man Purity nach links dreht, also unterhalb Werte von 0 da einstellt, dann wird es eher ein geräuschhafterer Klang. Wenn man positive Werte einstellt, dann wird es eher ein tonalerer Klang. Das heißt also, wir drehen mal runter hier. Ja, dann hört man schon, wie viel schärfer dieser Klang wird. Aber wir wollen ja einen orgelartigen Sound haben, also brauchen wir eher einen tonaleren Klang. Wenn das hier hochdreht, dann hört man schon hier. Man kann den orgelartigen Ansatz erkennen, aber am Anfang, da ist noch hier so ein merkwürdiger Anschlag mit dabei. Und das liegt daran, wenn man genau hier auf die Grafik achtet, ich anspiele, dann sieht man, dass hier so einige von diesen Playback-Markern sich links von dem eigentlichen Marker befinden. Das ist einfach dafür da, um hier für ein bisschen mehr Breite zu sorgen, hier mit dem Detuning, beziehungsweise durch das Spreading auch. Das heißt also, dass ich das jetzt hier mal erhöhe, dann sieht man hier, wie diese Playback-Marker auseinandergehen. Und damit uns das nicht stört, müssen wir den Startpunkt einfach noch ein bisschen weiter nach rechts verschieben. So, schon ist dieser merkwürdige Anschlag weg. Es wird ein bisschen leiser dadurch, natürlich, weil wir so diesen Transient nicht mehr ganz mitnehmen können. Ich gucke mal, ob wir das noch ein bisschen feiner eingestellt kriegen. Wenn wir Shift gedrückt halten, dann lässt sich das hier noch genauer einstellen. So, das ist doch schon mal wesentlich besser. Dann haben wir hier diesen
Parameter steht für Inharmonicity und der steuert das Frequenzverhältnis der einzelnen Teiltöne zueinander. Und ja, das ist sehr, sehr schwierig, das eigentlich so gefühlsmäßig herauszubekommen, was er eigentlich macht. Ich drehe mal dran. Und man kann es schon so hören. Der Ton wird so in sich irgendwie schräg. Ist für unseren Orgelsound jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft. Deshalb lassen wir es einfach mal wieder auf dem Standardwert von 100. Aber Autogain ist für uns interessant, denn das ist wie eine Art Kompressor. Das heißt, die einzelnen Obertöne werden jetzt in ihrer Dynamik reduziert. So, und man hört, da kommen die Obertöne deutlicher nach vorne und der Sound klingt viel, viel kräftiger. Und das können wir eigentlich schon so stehen lassen an der Stelle. So haben wir einen sehr netten, orgelartigen Sound. Wir schauen uns nochmal hier das Analysis-Fenster kurz an. Und hier gibt es verschiedene Parameter, die die eigentliche Resynthese steuern. Zum Beispiel der Window-Type. Der Window-Type bestimmt, welche Fensterfunktion für die Bewertung der Sample-Daten verwendet wird. Das heißt also, ja, im Endeffekt die Informationen des Original-Samples werden je nach Window-Type unterschiedlich gewertet. Das heißt also, es ist keine direkte Qualitätseinstellung, sondern es ist einfach, das Sample wird auf unterschiedliche Art und Weisen interpretiert. Und deshalb kann je nach Originalmaterial und vor allen Dingen auch je nach Klangwunsch ein unterschiedlicher Window-Type interessant sein. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mal von Han oder Han auf Rectangular wechseln, dann hört man, da kommen auf einmal wie so eine Art Artefakte rein. Was aber ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Hier in unserem Orgelfall vielleicht nicht so passend, aber wer lieber einen noisigeren oder auch so ja, Lo-Fi-artigen Sound haben möchte, der ist damit vielleicht besser bedient. Gehen wir nochmal zurück und wir ändern noch die Frequency Resolution. Die gibt nämlich an, wie nah die einzelnen Frequenzen aneinander sein dürfen, um zuverlässig erkannt zu werden. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch auf 10 Hertz runtergehen, dann wird das Ganze noch ein bisschen exakter für eine Analyse. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine höhere Auflösung dann wiederum zu mehr Artefakten führen kann. Also muss man auch hier so ein bisschen ausprobieren. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe den Eindruck, dass es bei 10 Hertz etwas ruhiger klingt. Ja, und deshalb würde ich es an dieser Stelle dabei einfach mal belassen. Und ja, so sieht man, man kann sich hier aus diesem schönen Gitarrenriff, was wir am Anfang hatten, oder dieser Gitarrenfill, auch einen Orgelsound bauen. Und wenn man den Output nicht übersteuert, dann kratzt es auch nicht. Soweit zum Spectral Synth in Halion 7. Viel Spaß beim Ausprobieren.